Schon wieder so viel Text. So. Na gut. Wie war das nochmal? So, so. So, so. So, 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 so. Betritt den Betriebsraum. Betriebsraumbereich. Mann, jetzt. Meine Zunge ist schon taub. Hey, das ist neu. Hier musst du womöglich dein räumliches Vorstellungsvermögen anwenden. Das womöglich kannst du streichen. Diese Schlösser haben es wirklich in sich. Ganz viel. Unter anderem auch Fatboy freigeschaltet. Nice. Gut, jetzt können wir ja durch, oder? Oder willst du mir sagen, warte, lass mal speichern. Speicher. Hey Charlie, warum konnten Sie nicht einfach überall normale Schlösser anbringen? Solche mit Zahlencodes und so. Wahrscheinlich, weil dann jeder, der den Code gehackt hätte, ohne Berechtigung die Schlösser hätte öffnen können. Ja, aber jetzt kommt man einfach durch, wenn man die Rätsel löst. Das schafft doch jeder. Das schafft doch jeder. Ja, ich war noch nicht bereit, Mann. Charles, wie sehen die speziellen Neurokonnektoren von Sechenovs Team aus? Auf den speziellen Neurokonnektoren steht der griechische Buchstabe Gamma. Und sie sind wie Armbänder geformt. Man trägt sie am rechten Arm. Gamma? Was ist mit Beta? Oder sind das die gefälschten Konnektoren, von denen du gesprochen hast? Die falschen Konnektoren tragen tatsächlich den Buchstaben Beta. Aber die Beta-Konnektoren waren anfangs echt. Verstehe ich nicht. Die ersten experimentellen Prototypen der Neurokonnektoren mit Entscheidungsbefugnis hießen Beta-Konnektoren. Es gab nur zwei davon und Dr. Sechenov hat sie so entworfen, dass sie wie Ringe aussahen. Okay, und was ist mit ihnen passiert? Nach Abschluss der erforderlichen Experimente nahm Dr. Sechenov diese Ringe von der Liste der speziellen Neurokonnektoren. Daraufhin wurden verbesserte Gamma-Modelle für die Wissenschaftler angefertigt, die wie Armbänder aussahen, eines für jedes Mitglied seines Teams. Dann gibt es also nur sieben dieser Gamma-Konnektoren. Für Vavilov, Koroljov, Kurchatov, Lebedev, Pavlov, Filomonenko und Chelomei? So ist es. Was? So, wie jetzt? Ich muss dahin. Da hoch. Und hier unten kann ich nichts machen, oder? Das war bloß für die Kiste. Ja. Okay. Also, jo. So. Einmal drin. Einmal drin. Einmal drin.
komme ich auch noch rein. Ach so, jetzt kann ich das andere drehen. Na ja, jetzt verstehe ich's. Nope. Nope. Jo. Drehen. Nimm mal. Nicht. Drehen. Und drehen. So, jetzt aber. Mann, 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 Mann. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. So. What's going on here? Ey, yo, was geht? Ey, yo, was geht? Ruhig mal kurz gucken. Aber ist nix. Okay. Ey, yo, was geht? Wow. Ey, yo, was geht? Ja, ja. Aua. Lass mich hier in Ruhe. Ey, yo, was geht? Wow, 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 wow. Aua. Oh, wow. Ey, yo, was geht? Ey, was geht? Mann, 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 Mann. Was geht? Und? Ey, yo, was geht? Achso, übrigens noch. Ey, yo, was? No. Hat noch nicht ausgereicht, Mist. Da ist nichts weiter. Okay. Dann zeig mal. Goldene Schweine? Schweine sind Gold. Alter. Irgendwie cool. Da geht's aber nicht runter. Okay. Bringt mir also jetzt erstmal noch nichts. So würde ich jetzt nach unten kommen. Bringt mir das was? Sieht so aus. Ich weiß immer noch nicht, wie ich die Kapsel wechseln kann. Gut. Hä? Was soll mir das jetzt bringen? Oh, sorry. In Ruhe gucken. Wir müssen da hoch. Ah, das habe ich vorher gar nicht gesehen. Muss er dann? Nee, noch einmal. Muss ich irgendwie da rankommen. Das mache ich jetzt wie? Hier ist keiner.
Ach, hier bin ich vorher hoch, wa? Ah, ja, ja, runter meine ich. Dann weiß ich nicht. Glaube ich. Versuchen wir es mal so jetzt hier hoch. So, und dann... Was ist denn jetzt zurück? Guck mal nicht schlecht. Jawolla. Räume der Anlage erreicht, Major. Eins der Beine meiner lieben Claire ist ganz bestimmt dort. Ja, ja. Auf und davon. Was? Was? Solche Roboter habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Alter, willst du mich verarschen? Major, eins der Beine meiner lieben Claire ist ganz bestimmt dort. Ja, ja, auf und davon. Komm hier rüber, du kleiner Wichser! Boah, macht der Schaden, ey! Wollt ihr mich verarschen? Geh weg! Geh weg! Alter! Die schlitzen mich auf hier! Mann! Mann! Oha! Oh. Scheiß Blechbüchse. Oh. Oh, Feier. Ich lebe noch. Nicht mehr. Alter, was sind das für Viecher? Major, eins der Beine meiner lieben Claire ist ganz bestimmt dort. Ja, ja, auf und davon. Solche Roboter habe ich noch nie gesehen. Vielleicht mich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Helfen Sie das bitte mal für mich. Was sind das? Das ist für. Boah. Wann ist der andere?
ein Fuß. Charles, Dr. Sechenov hat doch nie ein Armband getragen. Sieht der Alpha-Connector irgendwie anders aus? Und ob? Dr. Sechenovs Gerät ist einzigartig und Form und Ort gehören zu seinen bestgehüteten Geheimnissen. Dann muss sein Alpha-Connector also gut bewacht sein. Und wer macht das? Argentum? Es wäre viel zu riskant, Menschen damit zu betrauen. Er wird von Dr. Sechenovs persönlichen Leibwächtern bewacht. Den Ballerina-Zwillingen? Ihre Bewegungen sind so anmutig und elegant. Sie erinnern mich an irgendwas. Ach ja? Und woran genau, Genosse Major? Ich weiß nicht, an etwas Gutes. Und hier ist dein Bein. Diese Selbstreparatur ist ja cool. Gut, dann suchen wir mal das nächste. Nein. Hier durch? Nee. Dadurch. Okay, dann zum nächsten. Zyklus, Modul, Gliedmaße, Arm, rechts gefunden, Ort, Wawilow-Etage, Übertragung gestört, Daten unvollständig. Was ist denn? Warum können wir das Modul diesmal nicht lokalisieren? Ich kann leider nicht helfen. Es gibt eine Störung auf dieser Etage. Mögliche Störquellen könnten eine elektromagnetische Abschirmung oder ein langes, gestrecktes Objekt sein. Ein großes, längliches Objekt? Klingt ja merkwürdig. So. Hallo. Na toll, ein dicker Brocken. Und viele kleine Mistviecher. Bitte dicke Brocken. Musik! Voll Retro! Was soll ich denn damit machen? Was ist das? Ein Spiel für Kinder? Das ist ein Logikschlüssel. Nicht schlecht. Und wofür? Ich glaube, er aktiviert eine Art Prozess. Alter, ist es merkwürdig. Ich war noch nie ein Snake-Fan. Ah!
Oh, die Melodie ist drin. Scheiße, Charles! Ist das der Prozess, den ich gerade aktiviert habe? Was? Wohin denn? Hey, hey! Scheiße, was soll das? Tunnelwurm! Oh, danke schön. Du scheiß Metallarschloch! Du hast mich fast zu Tode erschreckt! Das war knapp! Ja, scheiß drauf. Wenigstens habe ich den Arm. Ach du Scheiße. Der hier sieht richtig aus. Suchen wir den Rest. Weg hier! Voll eingekisselt gerade. Jetzt unendlich, das wäre doof. Wollte mich in Ruhe looten. Für Luti. Das ist Juti. Was? Da ist noch was. Da ist noch was. So, okay. Können wir weiter. Charles, warum hat der Boss die echten Beta-Konnektoren außer Betrieb genommen? Waren sie kaputt? Nicht ganz. Dr. Sitchinoff war nicht überzeugt, dass es bei Kollektiv einen Bedarf an Entscheidungsbefugnis gab. Also wollte der Boss Gleichberechtigung und hat wegen Molotow seine Meinung geändert? Vielleicht, Genosse Major. Was soll das heißen, vielleicht? Dr. Sitchinoff wollte Gleichheit für alle. Daran besteht keinerlei Zweifel. Aber es gab den Alpha-Konnektor schließlich gleich von Anfang an. Was, wenn der Boss die Macht des Alpha-Konnektors gar nicht nutzen wollte, sondern ihn nur zum Starten von Kollektiv brauchte? Das ist doch möglich. Geht ja ab. Möglich ist alles. Alter. Man kann es auch übertreiben, oder? Krasse Scheiße. Arschloch, du hast mich fast zu Tode erschreckt. Oh nee. Oh nee. Ja, scheiß drauf. Wenigstens habe ich den Arm. Der hier sieht richtig aus. Suchen wir den Rest. Wir laufen? Wir laufen. Dein Ernst, Alter. Dein Ernst, Alter. Ich hab die doch alle besiegt. Alle. Mhm.
Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.